Ja, während im Blaubeerwald die Zenote im Hintergrund am sich ergießen ist, habe ich versucht, heute mein Wohnmobil ein bisschen auf das Fest des Lichtes einzurichten. Wir segeln ja dem Ende des gregorianischen Jahres entgegen. Und obwohl sich dieses Jahr an keine Rhythmen und Zyklen des ja, der Natur oder der Schöpfung hält, ist es doch für Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen inzwischen ein Ereignis geworden. Und ich denke, das wird dann der Auftakt zu unserem heutigen Austausch, Interview, Gespräch, Ping-Pong mit Martin Strübin, meinem galaktischen kosmischen Bruder aus dem Blaubeerwald sein. Ich sage allen herzlich willkommen. Wir nehmen uns an der Wintersonnenwende nochmals kurz ein bisschen Zeit, um uns auszutauschen. Und damit übergebe ich dir, lieber Martin, bereits den Sprechstab. Ja, danke dir, José, mein galaktischer kleiner Bruder. Ja, es ist immer schön, wenn wir uns unterhalten über die Zeitqualitäten. Und ich habe dir ja im Vorfeld schon gesagt, das gregorianische Jahr sagt mir überhaupt nichts. Ich habe auch kein Bedürfnis, den Todestag von Papst Silvester zu feiern am 31. Überhaupt die ganze Knallerei ist natürlich für alle unsere Tiere. Wir haben ja 70 Tiere bei uns im Blaubewald. Ein Horror beispielsweise. Gott sei Dank sind wir außerhalb und die Dörfer sind doch ein bisschen weiter weg. Ich meine, wir hören es aber eben. Es hat für mich überhaupt keine Bedeutung oder für uns, weil wir einfach schon seit über 25 Jahren mit dem Maya-Kalender, mit den 13 Mondenzyklus und dem Zolkin leben. Und das hat natürlich eine ganz, oder hat eine Qualität im Gegensatz zum Gregorianischen, was ja nur leere Hülsen sind, leere Einteilungen. Und das müssen die Leute oder dürfen die Leute langsam verstehen, wenn sie sich wieder wirklich synchronisieren wollen mit der echten galaktisch-solaren Zeit, die hier auf der Erde natürlich ganz viel bewirkt, wenn man sich dessen bewusst ist. Und ja, es wird auch Zeit dafür. Ich meine, wir sehen ja, wie verrückt es ist, wie du schon gesagt hast. Dieses gregorianische Jahr hat sich ja nichts gehalten. Es ist absolut chaotisch, nicht nur was jetzt das Wetter betrifft, sondern auch was die Menschen betrifft, was die Systemstrukturen betrifft. Alle Menschen merken, es ist ein Riesenzusammenbruch, zuerst mal primär spürbar. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen mehr. Er ist wirklich sichtbar und es wird auch keine Rücksicht mehr genommen von Seiten dieser Gruppierungen, die uns beherrschen wollen. Oder eben halt lange Zeit beherrscht haben. Und die machen einfach ihr Ding und es wird immer offensichtlicher, lächerlicher, unverständlicher. Die Menschen kochen hoch, leider oft noch in kleinen Scharmützel untereinander, anstatt dass sie wirklich verstehen, wo eigentlich der wahre Gegner ist. Beispielsweise, es geht ja auch nicht darum, dagegen anzukämpfen, sondern einfach unser eigenes Ding zu machen. Also ich halte auch nicht viel, weil jetzt jüngst sind wieder die Bauern am Demonstrieren in Deutschland, weil da eben Vergünstigungen gestrichen wurden und der Bauernstand ist ja seit Jahren schon auf dem in der Vernichtung begriffen und man macht denen das Leben immer schwerer und teurer und so weiter. Und ich bin kein Freund, was bringt das, wenn sie jetzt nach Berlin fahren mit ihren Traktoren, sondern es ist viel besser, hey, sie machen einfach ihr Ding. Und das wäre natürlich auch eine Aufgabe der Verbände. Aber eben ein sehr chaotisches Jahr, es zeigt sich, es hat halt einfach keine natürliche Anbindung, weder an höhere Gesetzmäßigkeiten, die eben der Zolkin oder eben natürliche Gesetzmäßigkeiten wie jetzt der 13-Monde-Kalender. Und dieses Chaos wirkt sich halt einfach auf das Bewusstsein des Kollektivs, der Menschheit aus, weil die Anbindung fehlt. Und das wird jetzt einfach offensichtlich. Jetzt ist es natürlich so, wir beide wissen, der Todestag von Papst Gregor, den feiern wir natürlich nicht, obwohl ich als Magier immer wieder sage, Feste sollte man feiern, wie sie fallen. Und wir brauchen ja nicht an den Papst zu denken, sondern wir können ja einfach an das Leben und die Liebe selber denken. Aber jetzt grundsätzlich ist es ja so, dass wenn natürlich Menschen, ganz viele Menschen, sich auf einen Tag, auf diesen Moment, 5 Sekunden vor Mitternacht fokussieren, dann erfährt ja das menschliche Bewusstsein auch einen Fokuspunkt, der dann eben in dieses gregorianische Jahr hineinführt. Und deshalb hat es eben für gewisse Menschen immer noch eine starke Bedeutung. Und weil ja die Zeit fraktal holographisch aufgebaut ist, könnten wir ja eben sagen, okay, am 25. Dezember in ein paar Tagen beginnt die weiße Weltenüberbrückerwelle. Das ist die ja, Welle des Loslassens, der Erinnerung an unsere Vorfahren. Ich erzähle euch dann gerne noch, wie ich diese Zeit, ja, oder diese Welle, die ja in die Rauhnächte reinfällt, verbringen werde. Aber
wenn natürlich jetzt dieser Transit vom alten gregorianischen Jahr ins neue in die Weltenüberbrückerwelle fällt, dann hat das natürlich für uns als Zeitsurfer schon auch eine gewisse Bedeutung oder Aussagekraft. Und mich würde einfach mal interessieren, wie du das siehst, weil letztes Jahr war ja das Thema des 13-Monde-Jahres der Weltenüberbrücker. Und für mich war damals auch schon klar, jetzt kommen die Übersterblichkeiten, die Nachwirkungen von all diesen Medikamenten, die uns da offeriert wurden. Und könnte es sein, dass das fast wie eine Verlängerung ist, dass wir jetzt eben auch im gregorianischen 2024 nochmals mit ganz vielen Momenten des Abschieds in welcher Form auch immer rechnen dürfen? Also das ist eher Sterbezeit. Ich meine, eben der Weltenüberbrücker ist ja die Kraft des Todes, die ja eigentlich von vielen gefürchtet wird, weil er uns einfach ins Loslassen, in die Bereinigung bringt. Und wenn das Ego natürlich festhält und nicht loslassen will, dann leidet es einfach. Dabei ist es unser Freund. Das, was du sagst, so wegen eben das letzte 13-Monde-Jahr in der Chemiewelle, oder mit der Kraft eben des weißen Weltenüberbrückers. Natürlich wird das Sterben weitergehen, sowieso, weil wir sehen ja die Folgen, wir sehen ja auch die Angriffe, wir sehen den Krieg, der gegen das Leben, das Natürliche stattfindet. Aber es geht auch darum, dass viele Menschen jetzt einfach lernen oder erfahren und erkennen eben, dass da wirklich Mächte im Hintergrund wirken, die uns töten wollen oder beispielsweise zuerst natürlich noch schröpfen wollen über die Light, über die Lusche-Energie, um dann irgendwann, wenn wir überflüssig sind und die Energie nicht mehr liefern, dann eben entkörpern. Und das wird sicherlich noch weitergehen, das ist klar, weil zu viele haben sich einfach diese Gifte spritzen lassen. Beispielsweise sind ja nicht nur die Dinge, es ist ein auf sich aufeinander aufbauender Krieg, der ja schon viel früher angefangen hat mit den ganzen Petrochemikalien, die versprüht werden über die Nahrungsmittel, über Fluoride, überall verteilt. Dann natürlich die ganzen Chemtrails in den letzten Jahrzehnten, die Bestrahlung, die immer mehr intensiviert wird, auch über 5G und nachfolgend ja auch 6G. Dieser Krieg geht weiter, aber wir haben eine tolle Möglichkeit, weil wir haben ja am Heiligabend haben wir ja die 13er Schlange, also die rote kosmische Schlange, Chichan 13. Und das ist ja die gefiederte Schlange. Das ist ja eigentlich die Meisterschaft über die Kraft der Lebenskraft. Das heißt, dass wir wirklich als multidimensionale Wesen uns bewusst werden, wer wir wirklich sind, was für Kräfte und Mächte in uns sind, einfach aufgrund Geburt und unseres göttlichen Geburtsrechts. Und mit dieser Bewusstheit, also vom 24. am Heiligabend in den 25. zu gehen, dann eben in die 13 Tage des Sterbens, ist natürlich ganz was anderes, weil dann wissen wir, okay, das, was sterben wird, ist das, was uns behindert. Das ist das, was uns einsperrt. Ob das jetzt gedankliche Muster sind, die viel zu eng sind, also unser sogenanntes Mindsetting, oder immer wieder Aufwärmen von negativen emotionalen Erinnerungen oder Mustern, in denen wir süchtig hängen und immer wieder erneuern und neu triggern lassen, oder Verhaltensweisen oder Umstände oder was auch immer. Das heißt, diese Kraft des Todes ist letztlich eine Befreiung. Und das natürlich jetzt zufällig auch in die Zeit der rauen Nächte, wo es ja sowieso darum geht, einerseits das Jahr zu verarbeiten, einen Sollzustand, einen Ist-Zustand wieder zu erkennen, wir haben uns verändert. Ich meine, da wirst du uns später auch noch was dazu sagen, zu dieser Möglichkeit, eben über so eine Agenda auch was zu machen, sich nochmal zu erinnern, okay, was war thematisch in der Vergangenheit und wie will ich jetzt in die Zukunft starten? Und die Rauhnächte sind ja verbunden auch mit den Monaten des kommenden Jahres, also die erste Rauhnacht mit dem Januar und so weiter. Und da begleitet durch die Kraft des Todes können wir schon sehr viel bereinigen, können wir hier in eine ganz andere Klarheit gelangen. Ich meine, beim Weltenüberbrücke ist ja letztlich der kosmische Spiegel, das spirituelle Ziel, also wirklich die volle Erkenntnis der Wahrheit, der Hintergründigkeit. Der gregorianische Kalender selber, auch was du gesagt hast, so viele Menschen konzentrieren sich dann übrigens auf den Todestag vom Papst Silvestre, nicht vom Gregor. Genau. Wie auch immer. Konzentrieren sich darauf, aber wir dürfen nicht vergessen, der gregorianische Kalender ist völlig synthetisch, ist künstlich, hat keinerlei Bezüge zu den natürlichen Rhythmen. Weder zu den Jahreszeiten oder den Sonnenfesten, wie sie früher eben oder auch jetzt mittlerweile wieder gefeiert werden, noch eben zu den solargalaktischen Schnittpunkten, die ja dann eben Ende Juli stattfinden mit dem Bezug zu Sirius und der Neutrino-Strahlung von Sirius und so weiter. Ja. Also
Es sind leere Hüllen. Das heißt, wir füttern mit dem gregorianischen, mit allen gregorianischen Ritualen, füttern wir nur eine Matrix, die an und für sich aus sich heraus gar nicht existiert und auch keine Energie kriegt. Das heißt, es ist ein Konstrukt, was nur lebt von den Menschen, also von den Schöpfern, die da, und wenn wir das eben dem entziehen, dann kriegt das ja Eva selber. Und das sehen wir jetzt, wie viele Menschen sich umdrehen und sagen, so ein System unterstütze ich nicht mehr, so eine Wirtschaft, so eine Politik oder was auch immer, sondern ich mache mich jetzt wirklich auf den Weg wieder in die Natürlichkeit. Und die Natur selber, die ist natürlich selbstschöpfend, weil es ja aus der Göttlichkeit und in sich auch die Göttlichkeit trägt. Das heißt, das Göttliche wirkt durch die Natur, durch die Schöpfung. Und da ist immer Energie vorhanden. Also das erhält sich selber, das ist ein Perpetuum mobile. Hingegen eben die ganzen künstlichen Matrixstrukturen, die ernähren sich nur durch die Fremdenergie von Schöpfern, die dazu freiwillig bereit sind, ihre Energie abzugeben. Und darum, es spielt keine Rolle, wie viele Menschen letztlich ins morphische Feld diesen Glauben an den Silvester und den Start des neuen Jahres geben. Ich meine, das kann ja jeder Mensch auch selber nachvollziehen, der sich für den Neujahrsanfang irgendwelche Vorsätze vornimmt, wie schnell das wieder sind, weil keine Energie dahinter ist. Genau. Das heißt, jeder, der jetzt da zuschaut in der Sendung, wenn ihr wirklich Veränderungen initiieren wollt und die Kraft eurer eigenen Zyklen nutzen wollt, dann macht es an eurem Geburtstag. Oder bei der Einspielung eures Geburtskinds, also bei eurem galaktischen Geburtstag, in der Zeit, wenn die eure Geburtswelle wieder eingespielt wird. Das sind so Schnittstellen, wo wir wirklich erfüllt werden. Oder ich sage es mal, wo Seele und Mensch wirklich viel näher zusammen sind und eine ganz andere Kommunikation herrscht und dadurch natürlich viel mehr Kraft freigesetzt werden kann. Klarheit, Erkenntnis. Aber der 1. Januar oder der 31. Dezember ist nichts. Ich habe ja immer noch den aktuellen, übrigens den letzten, den ich jetzt noch hier habe, den letzten 13-Monde-Kalender hier oben hängen. Und ich muss dir ganz ehrlich, Martin, eben auch einmal mehr sagen, ich habe ja jahrelang eben auch diesen 13-Monde-Kalender propagiert als Kalender des Friedens. Aber ich bin in den letzten Jahren vor allem auf den 13er-Wellen, den 13-tägigen Wellen gesurft. Und du warst derjenige, der ja auch immer wieder zum neuen Mond immer wieder eine Sendung aufgenommen hast. Und mir ist natürlich jetzt gerade in der Pandemiezeit bewusst geworden, die Leute wollen aussteigen, wissen aber gar nicht, in welchen Zug sie einsteigen wollen oder können, weil sie eigentlich die meisten noch nicht von einer Alternative oder von einer alternativen Zeitmodulation gehört haben. Ich freue mich wirklich, einmal mehr hier auch vielleicht ganz kurz ausdrücken zu dürfen, dass ich dir wirklich sehr dankbar bin, dass du mit deinem Blaubewald meinen, ja, kleinen, aber feinen Tsubuya Flow Verlag unterstützt. Wir haben ja diese 13-Monde-Kalender nochmals nachdrucken lassen. Die sind jetzt dank deiner Hilfe auch schon wieder fast ausverkauft. Aber ich sage jetzt einfach, wenn da nochmals 10, 20 anklopfen, dann drucke ich nochmals eine kleine Serie nach, weil ich eben, seit ich wirklich ganz bewusst diesem 13-Monde-Zyklus-Folge wieder viel mehr auch damit einherschwinge und natürlich auch viel mehr auf diesen 13 Monden surfe. Und wenn wir jetzt natürlich dem 13-Monde-Kalender folgen, dann wissen wir, wir sind jetzt im 6. Mond, im rhythmischen Mond. Während also gregorianisch das Jahr langsam zu Ende geht, kommen wir so langsam im 13-Mond-Zyklus in Fahrt. Und das ist ja auch spannend, die Mayas waren ja Meister der Zeitzyklen, die konnten nicht nur auf einer Welle, sondern wahrscheinlich auf 10 gleichzeitig surfen. Ich finde es trotzdem noch spannend, einerseits das gregorianische Jahr mit dem Silvester, am Silvester, das haben wir geklärt. Und trotzdem ist es ja so, Christmas, Weihnachten ist natürlich auch gekappert, der Santa Claus mit seinem rot-weißen Kleid. Wenn man da tiefer in die Materie eindringt, merkt man, dass man da auch wieder bei ganz gruseligen Symboliken sind, die jetzt heute sicher nicht Thema sind. Ein Kollege hat es gesagt, er möchte ungern den Menschen Weihnachten vermissen, aber es wird im 24 Zeit, dass wir über gewisse wichtige Dinge wirklich klar und transparent reden, weil wir sonst Dinge füttern, die wir nie füttern würden, wenn wir wüssten, was wir da eigentlich für ein Biest füttern. Und trotzdem jetzt nochmals, gregorianisch 31. interessiert uns grundsätzlich nicht und trotzdem haben wir ja eben mit dem 21. Dezember plus minus die paar Tage, macht nicht zack und dann geht es gerade wieder in die andere Richtung. Es ist ja wirklich ein Ruhepunkt und dann pendelt das Pendel wieder zurück. Trotzdem haben wir ja eben einen Jahresabschluss.
Wie bringst du eben diese beiden Dinge unter dein Dach? Also einerseits die 13-Monde-Welle, die will jetzt langsam ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Energie und Direktive. Und andererseits, das Jahr geht zu Ende, Einkehr, Rauhnächte. Wie machst du diesen Spagat in den nächsten 2, 3 Wochen? Wie sieht das bei dir aus? Hast du da Also es Rituale ist oder immer, Zeremonien? brauche ich nicht, weil mein Leben ist ein Ritual oder Zeremonie. Mein Alltag. Nein, also es ist für mich kein Spagat, weil erstens mal orientiere ich mich vielmehr eben nach den alten Sonnenwend, also das heißt der 21. eben als Tiefpunkt, auch mit an seiner ganzen Symbolik, die ja letztlich eigentlich an Samhain beginnt, also zum Allerheiligen, schwarzmagisch modern gesagt Halloween. Und dann in den Keller geht und dann den Tiefpunkt hat heute, also wirklich auch energetisch. Also ich konnte es heute extrem stark spüren, wie tief das der heutige Tag war und eben wirklich auch nochmal in Kellerräume geführt hat. Jetzt nicht im Destruktiven, sondern im Erkennen, im Wahrnehmen. Und dann eben diese Ruhephase der 3 Tage Finsternis, damit dann in der heiligen Nacht, wo das Licht wieder erwacht, um dann eben Weihnachten, die den Gang durch die Unterwelt oder durch das Jenseits, durch die Anderswelt zu betreten, bis zum Dreikönig. Da hat man sozusagen dann den Tiefpunkt mit dem Licht, weil an Heiligabend erwacht das Licht und dann können wir uns eben umschauen in dieser Dunkelheit, in dieser dunklen Welt und können eben Erkenntnisse sammeln und auch Dinge verändern. Darum eben auch die Rauhnächte. Dann um Dreikönig sind wir dann sozusagen durch das Gröbste durch und beginnen dann wieder den Aufstieg bis zu Lichtmess, dass wir dann am 2. Februar sozusagen wieder draußen sind aus dem Keller. Also man kann sagen, ab Anfang November bis Anfang Februar. Jetzt der 6. Mond ist ja nicht nur. Jetzt kommt mehr Action, weil Action kommt schon ab dem 5. Mond. Sondern der 6. Mond geht es jetzt ums Ausgleichen. Das heißt, wir sind jetzt sowieso ja seit Ende Juli in einem Fünferjahr, also der weiße Obertonmagier, wo es darum geht, dass wir jetzt endlich in die Pötte kommen, dass wir jetzt handeln und zwar als Schöpfer, als Magier, nicht gegen die Schwarzmagier, sondern dass wir jetzt eben den Raum füllen mit unseren positiv, lichtvollen, liebevollen Projekten und Qualitäten. Das heißt eben, das Dunkle hat nur Möglichkeit, sich einzunisten, wenn der Raum frei ist, wenn der Vakuum existiert, wenn der Raum erfüllt ist mit Licht, kann keine Dunkelheit reinkommen. So einfach ist das. Und jetzt in diesem Jahr, bis Ende Juli nächstes Jahr, gilt es wirklich, dass alle, die jetzt Bescheid wissen, alle, die von sich behaupten, auf dem Weg zu sein und eben für das Gute zu sorgen und eine neue Erde wieder erschaffen wollen oder besser gesagt eine neue Menschheit, eine neue Zivilisation, dass die jetzt wirklich in die Handlung kommen. Nicht mehr reden, nicht mehr diskutieren, nicht mehr recherchieren nach jedem Furz, was die Dunkelkräfte wieder vorhaben oder gerade durchziehen, sondern jetzt wirklich, wir bauen jetzt das Neue. Um das geht's und das braucht unseren vollen Fokus. Und innerhalb dieses 13-Monde-Jahres sind wir jetzt im 6. Mond. Da geht es aber auch nochmal eben um den Ausgleich. Und darum haben wir jetzt auch diese Ruhephase mitunter, weil es ist extrem anstrengend. Also wenn man wirklich schöpferisch ist, dann hat man so viel zu tun, also in der heutigen Zeit, weil einfach so viel im Argen liegt oder so viel eben infiziert ist, toxisch ist, dass man ja auch immer wieder dafür sorgen müssen, hey, jetzt brauchen wir Auszeit, jetzt schließen wir die Türe oder wir die Tore vom Blaubewald und können sagen, okay, jetzt ist die Welt mal draußen, wir kümmern uns jetzt wieder um die Energieversorgung, um das ins Gleichgewicht kommen, wieder in die Zentrierung, wieder Kräfte tanken, uns um unsere Tiere wieder mehr kümmern, was halt meistens unsere Mitarbeiter machen müssen, weil wir anders eingespannt sind und einfach den Blaubewald auch zu genießen. Wir haben auch ganz viele Lichter ja aufgehängt, auch aufgrund unseres Weihnachtsmarktes am 3. Dezember. Und es ist natürlich wunderschön, wenn die ganzen Lichter leuchten bei uns, die ganzen Lichterketten. Sehr romantisch. Danke. Aber es ist nicht nur der 13-Monde-Rhythmus, José, was du gesagt hast, sondern auch die Wellen, die 20 Wellen je 13 Tage. Das heißt, also für die meisten, die jetzt vom Maya-Kalender nicht so viel Ahnung haben, ist mal wichtig, einfach die Tagesenergie. Aber dass jeder Tag auch eingebunden ist in einen 13-tägigen Wellenzyklus, der eben ein übergeordnetes Thema hat. Und die Wellen wieder eingebunden sind in der Raumzeitbewegung in diese 13 Monde. Das ist halt für viele abstrakt, aber so lebe ich halt das. Mir ist bewusst, in welchem Mond wir sind, in welcher Welle wir sind, welches Tageskind wir haben. Auch natürlich meine persönliche Vernetzung. Das heißt, ich aufgrund meiner Geburtsenergie und meiner Zeitfamilie werde ja jeden 5. Tag getriggert, auch durch den Tolkien, wo bestimmte Lebensjahre eingespielt werden. Und mir das auch anzuschauen,
es gibt ganz viele Zeitverflechtungen, wie du schon gesagt hast. Die Maya sind parallel in unterschiedlichsten Zeitzyklen tagtäglich sich bewusst gewesen, dass da eben verschiedene Abläufe vorhanden sind. Und dann gibt es ja noch die übergeordneten fraktalen Zyklen, die dann eben über 13 Jahre, 260 Jahre, 5200 Jahre gehen und so. Das ist halt dann schon sehr komplex. Aber für mich ist es kein Spagat, weil ehrlich gesagt, der gregorianische Kalender ist für mich schon längstens passé. Ich brauche ihn halt aufgrund gewisser Abläufe in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft halt immer noch den als Hauptkalender verwendet. Aber an und für sich ist mir der völlig wurscht. Also der bedeutet mir nichts, sondern ich halte mich wirklich in Sonnenwenden. Also das heißt, die Pulsation von Mutter Erde selber aufgrund ihres Tanzes um die Sonne. Und dann kommen eben die unterschiedlichen Zyklen des Maya-Kalenders dazu. Und ich bin übrigens auch sehr an astrologischen Konstellationen interessiert, dass meine Frau eben Astrologin ist. Und von dem her gesehen, also spielen da verschiedene Zeitfaktoren und Zeitqualitäten zusammen. Und das ist wie halt ein großes Mosaik. Oder wie du als Künstler ja weißt, du hast verschiedene Pinsel, du hast verschiedene Werkzeuge, du hast unterschiedliche Farben, du kannst unterschiedliche Untergründe nehmen, eine Leinwand oder Holz oder was auch immer, und kannst dich dann frei ausdrücken. Und so, genauso empfinde ich das mit der Zeit. Ja, danke für die Erläuterung. Ich realisiere immer wieder, wir haben ja die gleiche Lebenswelle, Lebensthematik, die gelbe Menschwelle. Aber während ich als elektrischer Magier am Anfang der Welle stehe, bist du eben das spirituelle oder kosmische Ziel, als kosmische Same. Und als Magier, mir ist immer, kommt mir, ich glaube, ich habe den auch schon mal in einem Interview mit dir erwähnt. Ein berühmter Satz von José Arguelles, glaube ich, sogar in der Arcturus-Probe war, dass es eben darum geht, die Zeit wieder zu ritualisieren, dass wir die Zeit wieder zyklisieren, ritualisieren, dass wir gehaltvolle Dinge machen, machen wir auch so, Zähne putzen, zusammen essen. Aber für mich sind natürlich Rituale und auch eben Zeremonien, zum Beispiel mal eine gehaltvolle Kakaozeremonie, sind halt wirklich so ein bisschen das tägliche Brot, während vielleicht ein Same es mehr auf den Punkt gebracht haben möchte. Was ich gern mit euch allen teilen möchte, jetzt ist noch der ideale Zeitpunkt. Ganz kurz dazu, das nennt sich Jahreskompass 2023-2024. Die Geschichte war etwa vor 10, 15 Jahren, wollten ein paar Studenten, ich weiß nicht, in Holland, ihren Mitschülern noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben am 24. und 23. Dezember. Da kam kein Schwein mehr, wollte ich gerade sagen. Mehr, die waren alle schon in den Weihnachtsferien, aber diejenigen Studenten, die da waren, waren begeistert und daraus ist dann diese Bewegung oder dieses Projekt entstanden, alles kostenlos in fast alle Sprachen übersetzt. Ich werde dann den Link anhängen und da geht es eigentlich darum, dieses PDF auszudrucken. Ich habe schon begonnen. Es hat da ein paar Kästchen, welches waren die größten Risiken, die ich eingegangen bin, die größten Überraschungen. Welche drei Menschen haben dich am meisten beeinflusst und welche hast du am meisten beeinflusst? Und so schließe ich inzwischen seit über 7, 8 Jahren in den Rauhnächten, dieses Jahr bereits jetzt begonnen, mein gregorianisches Jahr ab. Ich habe natürlich einen Vorteil. Ich bin natürlich ein gewissenhafter Tagebuchführer. Da meine Agenda, die sieht schon ein bisschen aufgequellt aus dieses Jahr. Die hat natürlich auch ein paar Festivals miterlebt. Ganz viel auch eingeklebt. Und das da, das werde ich jetzt einfach in den nächsten Tagen, respektiven Nächten, werde ich das durchkämmen und werde wie immer wieder das gleiche Erlebnis haben. Ich kann es nämlich fast nicht glauben, was in nur 365 Tage alles reingepasst hat. Es ist ja manchmal schon unglaublich, was in den letzten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen passiert, wenn es eine Zeit ja, fast Verdickung gibt oder Komprimierung, gibt es natürlich auch wieder Tage, wo fast nichts passiert. Aber ich genieße dieses Innehalten, nochmal zurückgehen. An gewisse Tage kann ich mich wie wirklich in einem Film erinnern, weil sie so gehaltvoll waren. Und das dann nochmals niederzuschreiben, nochmals zu würdigen, nochmals zu feiern, nochmals vielleicht mit ein paar Freunden zu teilen. Und dann wirklich auch zu vergeben, was zu vergeben ist. Es gibt zum Glück bei mir jedes Jahr immer weniger und weniger, weil ich immer mehr und mehr nur noch mit den Menschen unterwegs bin, wo eigentlich nichts hängen bleibt, weil wenn etwas passiert, dann wird das angesprochen, ausgesprochen, verzeihen, umarmt und dann ist das weg und da werden nicht dunkle Süppchen gekocht, wie das andere machen über Jahre.
und man eigentlich den eigenen Ofen am Leben hält. Also ich freue mich auf diesen Prozess. Ich werde euch den Link zu diesem Projekt noch dranhängen. Und vielleicht ist das für euch ja eben von einem Magier eine Einladung, vielleicht eben auch mal etwas in diese Richtung zu versuchen und die Rauhnächte oder eben auch Rauhtage gehaltvoll zu füllen. So, jetzt habe ich, wir haben ja gesagt, heute Wintersonnenwende. Wir halten es kurz und knackig. Wir hätten ja wahrscheinlich Stoff für Tage miteinander zu plaudern, vor allem wir beide. Aber zwei, drei Dinge habe ich noch, die ich dann ganz kurz anschneiden möchte. Aber vielleicht hast du noch was, was dir wichtig ist, jetzt vielleicht eben auch auf das kommende Jahr oder einfach Stichwort Zeit oder etwas, was für dich auch noch wichtig ist, was du mit meinen Menschen aus meiner Community und eben vielleicht auch mit den Menschen, mit denen du stark verbunden bist, teilen möchtest. Vielleicht hast du ja noch ein magisches Rezept, ein neues Gerät, das all diese abgefahrenen Strahlungen, mit denen sie uns grillen wollen, wirklich ein bisschen runterfahrt, und dann gebe ich dir den Stock wieder zurück. Aber ich habe wirklich gerade in den letzten Tagen das Gefühl gehabt, die drehen da auch mal an diesen G5-Masten rauf und wie angeschossen, Rückenspannung, Schulterblätterspannung, und ich versuche dann auf meine Art und Weise mich wieder ein bisschen zu entzerren. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht wirklich anderen Menschen auch so geht, dass wir wirklich das Gefühl haben, täglich immer mehr und mehr wie der Frosch in der Suppe gekocht zu werden. Vielleicht hast du auch dazu noch was zu erzählen. Also das kann ich bestätigen, dass sie natürlich hochdrehen. Wir haben das Glück, dass wir im Blaubewald sehr gut geschützt sind, alles entstört haben. Natürlich auch mit solchen Werkzeugen, wie du angesprochen hast. Wir haben bei uns im Blaubewald Job, haben ja viele Bewusstseinserweiterungen zur Substitution, sehr hochqualitative, ganz spezielle, aber natürlich auch solche Schutztools, was uns, die wirklich funktionieren und auch kostengünstig sind und die man auch wirklich 3 Monate zum Beispiel testen kann und zurückgeben kann, wenn man nicht zufrieden ist und so weiter. Also alles sehr fair, professionell, effektiv und so weiter. Also da kann sich jeder bei uns im Shop gerne mal umschauen. Also da haben wir ganz viel. Was eins ist, ist halt auch im Bezug, es nimmt ja das Licht zu und das verstehen viele dann zu esoterisch. Das Licht nimmt zu im Sinne auch der Physikalität. Das heißt, diese Beschleunigung, die wir jetzt auch als Raumzeitintensivierung erleben, als Zeitgehalt, als Informationsfluss, als Beschäftigtsein, wo es immer mehr rast wie in einem Hamsterrad, was jetzt wirklich beschleunigt, beschleunigt, immer extremer wird. Das hat schon auch mit der kosmischen Strahlung zu tun und mit diesen Veränderungen, die auf Mutter Erde stattfinden. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir immer mehr in den Kolonnen der Zeit und in die Gleichzeitigkeit, in die Gegenwärtigkeit fallen, weil da ja letztlich das Leben stattfindet. Und solange wir noch in diesem Vergangenheit, Gegenwart, Zukunftsmodell sind, oder ich bin hier, will aber dahin, bin auch mit meinem Bewusstsein bereits in der Zukunft oder in der Vergangenheit, aber nicht hier und jetzt, werden wir das halt immer extremer erleben. Und wir haben es jetzt im Blaubewald halt die letzten Jahre so erlebt, dass das Leben immer mehr uns in die Präsenz gefordert hat, weil Dinge passiert sind, weil wir dann einfach hier, jetzt das tun mussten, was jetzt wichtig war, und nicht eben unseren Plänen oder sonst irgendwas Ausdruck verleihen könnten oder eben was habe ich heute auf dem Tagesprogramm eigentlich vorgehabt, sondern eben das Leben immer mehr gekommen ist und gesagt, hey Martin, Christine oder wer auch immer, hey, wir brauchen die jetzt. Hier ist jetzt wirklich zu tun, jetzt und nicht irgendwann. Und das Leben bringt uns immer mehr in diese Gegenwärtigkeit, was ja richtig ist, weil nur in der Gegenwärtigkeit können wir auch wirklich in unsere Vertikalität kommen, in unsere Multidimensionalität. Sonst sind wir nur da draußen, irgendwo, irgendwann und nicht in der Präsenz. Und das ist etwas, was zunehmen wird, natürlich dramatisch. Auf der anderen Seite, im positiven Sinn, nimmt auch unsere Manifestationsauswirkung immer stärker zu. Und viele Menschen, die ich kenne, die erleben auch immer mehr Synchronizitäten, also solche Zufälle in Anführungszeichen. Ob das jetzt einfach das Zahlenspiel ist, wenn man auf die digitale Uhr schaut, oder man denkt an jemand und Jack und schon hat man Kontakt, weil der anruft, oder man begegnet jemanden, an den man vorher gedacht hat, oder man hat so beiläufig gedacht, du, es wäre mal interessant, über ein bestimmtes Thema was zu erfahren. Und schwupp, hat man schon ein Buch in der Hand oder klickt irgendwie auf YouTube zufällig auf ein Video etc. pp. Oder Telegram oder weiß nicht was. Das heißt, wir werden diese Vernetzung immer bewusster erleben, immer bewusster erfahren, aber müssen sie auch immer bewusster steuern, beispielsweise delegieren. Also es ist so ein Mischmasch zwischen im Flow
Das heißt, uns hingeben mit den Lebensstilen, die uns das Leben anbietet, aber gleichzeitig sind wir trotzdem Captain auf hoher See und steuern unser Lebensboot. Das heißt, viele Menschen haben jetzt gewaltige Probleme, weil sie immer noch versuchen, ihre Verantwortung abzugeben, weil dadurch geben sie auch ihre Macht ab. Sie geben das Steuer an irgendjemanden ab und glauben, der fährt sie dann ins Glück. Und das funktioniert einfach immer weniger oder es wird immer deutlicher, dass es eben gerade der verkehrte Weg ist. Und ich muss an meinem Steuer sitzen und selber steuern. Und auch wenn ich vielleicht gar keine Ahnung habe, wohin, so kann ich mich doch zumindest intuitiv in der Richtung begeben und sagen, oh, das fühlt sich gut an, wenn ich jetzt dahin steuere. Oder wenn ich mal den anrufe oder dahin fahre oder was auch immer. Das heißt, das sind so Begebenheiten, wo wir immer mehr in die Präsenz kommen, auch vom Leben gefordert werden, in die Präsenz zu kommen. Und das passt halt auch zu diesem 13-Monde-Jahr des weißen Obertonmagiers. Wir müssen jetzt die Magie leben. Wir müssen jetzt die Impulse, jetzt auf der mentalen Ebene ist, auf der emotionalen oder auf der spirituellen, das spielt keine Rolle. Aber wir werden jetzt immer mehr gefordert, bewusst Aktionen zu setzen, Qualitäten ins Feld zu geben, auch in uns selber natürlich zu erzeugen, was unsere Gesundheit betrifft. Weil wir wissen ja, jedes positive Gefühl stärkt sofort all unsere Zellen, jede Liebesgefühl oder repariert unsere DNS und so weiter. Und die gegensätzlichen Gefühle natürlich, die niederfrequenten, schaden entsprechend. Das heißt, dieser Nocebo-Placebo-Effekt wirkt sich auch immer deutlicher aus. Und deshalb haben eben, ich sage jetzt mal, so viel Fehlarbeiter, weil die Sklaven einfach nicht mehr können. Weil es so widernatürlich ist, die normale Arbeitswelt in der Industrie oder draußen in der Wirtschaft. Das ist ja völlig destruktiv und gegen das Leben gerichtet. Und das Gleiche betrifft auch die Kinder, die immer mehr Probleme in der Schule haben, weil es ist einfach nicht natürlich, dass ein Kind morgens um 7 schon in die Schule oder um 8 spätestens in die Schule muss und dann weiß nicht, wie viele Stunden ruhig sitzen und so weiter und so fort. Das heißt, all das Widernatürliche, das zerlegt es jetzt nicht weil Gott gegen das Böse kämpft, das ist wieder religiöser Dualität, sondern vielmehr, weil einfach die physikalischen und die energetischen Verhältnisse das auflöst, was halt eben vorher dicht und finster und destruktiv war. Das kann sich immer weniger halten auf diesem Genau, Planeten. so einfach ist es. Also Genau. wirklich, Martin, ich gehe mit eigentlich allem, was du gesagt hast. Ich finde das wirklich spannend, was du gesagt hast. Das ist ja wirklich noch eine spannende Perspektive. Eben dieses ganze Zeitspiel, wohin soll es uns bringen? In die gelobte Zukunft. Aber es gibt ja eigentlich wirklich nur das Hier und Jetzt. Und ich glaube wirklich auch diese Beschleunigung. Die hat damit zu tun, dass jetzt einfach die Natur und alles, was uns bewegt, eben auch die Zeit, jetzt einfach ein bisschen stärker im Quantenfeld rührt und alles, was sich gegen dieses Rühren wehrt, das wird einfach ja, zentrifugal rausgeschleudert, rausgeschmissen. Und mir gefällt das. Und ich war gerade diesen Montag mit meiner Gefährtin in einer wirklich tollen, vorbildlichen, freien Schule, wo ich vor 2, 3 Jahren auch noch mitgewirkt habe. Und ich muss wirklich auch an dieser Stelle an die Schulleiterin nochmals ein Kompliment sagen. Als hier in der Schweiz während der Pandemiezeit die ersten Mahnwachen auf dem Bundesplatz losgingen, da war sie an vorderster Front dabei und hat sich keine Gedanken gemacht, was ihre Schule angeht, weil ihr das Leben und die Gesundheit der Kinder und ihrer Schüler ja, an erster Stelle stand. Und sie hat natürlich genauso wie ich damals mit dem Kinder-Aikido ganz viel Federn, also auch einige Federn gelassen. Aber jetzt geht es der Schule besser als je zuvor. Die haben von einer Stiftung ein Schulhaus bekommen. Ich war da jetzt zu Besuch. Mein Thema fürs neue Jahr, warum ich da angeklopft habe, wird das Thema Elektrokultur sein. Ich mache ja inzwischen wirklich immer abgefahrene Dinge. Das Modell nenne ich übrigens Jumping Frosh. Und der Frosch hat natürlich auch seine Bedeutung hier auf der Agenda fürs nächste Jahr, also auf dem Kalender. Und ich erwähne das hier wirklich achtsam und mit dem großen Respekt auch vor der Natur. Ich wusste, dass ich irgendwann in meinem Leben auch noch vom Frosch geküsst werde, um es mal so auszudrücken. Diese berühmte Kambo-Impfung, man nennt das ja die stärkste pflanzliche, natürliche Impfung, dass man wirklich noch Impfen nennen darf. Da werden ja auch von diesen Fröschen
Sekrete und Peptide abgesondert, die seit 30 Jahren in allen Labors der Welt erforscht werden, aber keines konnte diesen speziellen Mix bisher nachproduzieren, was einmal mehr zeigt, dass die Wissenschaft einfach wirklich eben nur Zweite macht. Und deshalb eben auch, wie es Jesus Christ Superstar mal gesagt hat, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und wir waren oftmals, gehörten wir zu den Letzten, weil wir von den anderen weggedrückt und platt gemacht wurden. Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen und wir werden gemeinsam synchronisiert über die Zeit am Rad der Zeit drehen. Und ich würde einfach auch mal noch etwas ins Feld geben. Du hast gesagt, eben diese Gegenwärtigkeit, das gefällt mir, dieses Wort, Gegenwart, Gegenwärtigkeit, Präsent, Achtsamkeit, alles Dinge, die wir wirklich gebrauchen oder brauchen dürfen, Unterscheidungskraft, ein bisschen weißer Spiegel. Aber als ich vor 25 Jahren fast auf der anderen Seite des Jordans landete, wegen starkem, akutem Asthma, das mich damals fast umgehauen hat, da kamen mir wirklich so in meinen dunklen Stunden so ein paar Ideen, die ich jetzt 25 Jahre später realisiere. Die Sämchen sind jetzt langsam reif und dürfen ins Feld oder auf die Erde ausgelegt werden. Und eines möchte ich hier teilen. Ich nenne es Stopping Time, 11 Sekunden für den Frieden oder 11 Sekunden für die Ewigkeit. Man kann es nennen, wie man es will. Und das Lustige ist, vor 25 Jahren war das Internet noch nicht wirklich da, Handys auch noch nicht. Aber ich wusste damals schon als Computerfreak erste Stunde, dass uns die Elektronik eben auch für gewisse Dinge in dieser Übergangszeit unterstützen würden. Wie zum Beispiel eben, dass es uns auch möglich macht, jetzt dieses Interview aufzunehmen. Ich möchte wirklich auch die Menschen, die uns zuschauen, einladen, sich mal wieder ganz bewusst für nur einen einzigen Atemzug mit ihrem eigenen Atem zu verbinden. Ich habe das jetzt schon mit dem Kindern im Kinder-Aikido begonnen. Wir atmen zwei, dreimal tief ein und aus und dann nehmen wir gemeinsam einen tiefen Atemzug ein. Dann die Kinder mögen das natürlich ein bisschen Wettbewerb. Wer kann am längsten halten? 10 Sekunden, 20 Sekunden, einige schaffen es bis zu 30, 40 Sekunden, bekommen dann ein bisschen roten Kopf, die Eltern am Rand, was geht ab? Aber in diesen Momenten, wo wir die Atemluft in unserer Lunge drinnen halten, was natürlich für einen tollen Austausch von Sauerstoff und CO2 sorgt, in diesen Momenten geht es eigentlich nur darum, Dankbarkeit zu spüren, dass wir jetzt, jetzt, hier und jetzt am Leben sind und eine Aufgabe haben. Und diese Dankbarkeit, Freude, Liebe einfach beim Ausatmen dann auszudehnen. Ein Atemzug pro Tag, das darf dann natürlich erhöht werden. Und meine Vision ist, 1 Million Menschen damit zu erreichen. Und wenn wir dann zum Beispiel 13.20 Uhr oder 11.11 Uhr alle mal miteinander den Atem anhalten und alle in die gleiche Richtung denken, dann bin ich überzeugt, und das muss ich dir nicht sagen, weil du weißt, wie das Ganze funktioniert, dann werden wir gemeinsam am Rad der Zeit drehen. Und da schon mal als Übung für den Übergang, die Rauhnächte, zwischendurch mal innehalten, tiefen Atemzug rein. Auch wenn es herausfordernd ist, jetzt am Leben zu sein, aber danke, danke, danke. Und dann loslassen und das immer mal wieder praktizieren. Ich stelle halt auch immer wieder Wecker, weil wenn ich da in meinem Internetfilm bin, meine Webseite optimieren, dann vergesse ich eben auch ein bisschen mal wieder durchzuatmen, meine Augen ein bisschen zu entspannen. Und das ist eben die Einladung an mich, an euch und alle, die noch kommen werden, da mit ihrer Atmung ein bisschen für Ruhe im Feld zu sorgen. Das wollte ich einfach noch teilen. Das Stichwort Elektrokultur, das möchte ich dann mit dir mal ein bisschen mehr ausdiskutieren, weil du hast natürlich das, was ich im Moment nicht habe. Du hast einen Zauberwald und ich habe Zauberstäbe. Und ich möchte wirklich mal wieder zu dir rüberkommen und mit deiner Erlaubnis an ein paar gehaltvollen Stellen ein paar Elektrokulturspiralen versenken und auch verschenken und eben vielleicht Menschen vielleicht an diesem Tag, wenn ich komme, auch inspirieren, in den Blautag zu kommen, Blaubeerwald zu kommen. Vielleicht machen wir einen kleinen Elektrokultur-Workshop. Weil ich glaube, auch das ist kein Zufall, dass genau dieses Wissen jetzt wieder unter die Menschen kommt und ihnen hilft, was die Ernährungssouveränität angeht, auf ihrem Balkon, in ihrem kleinen Garten mit einer ganz einfachen Technologie, eine Kupferspirale in der richtigen Richtung gedreht,
in die Lieblingspflanze, zu den Kräutern und einfach zu schauen, was da wirklich passiert, ohne dass man die ganze Zeit Mantras vor sich hin plappern muss. Da denke ich, nehmen wir uns dann im neuen gregorianischen Jahr ein bisschen mehr Zeit. Ich wollte einfach noch allen mitteilen, dass ich eben dir da dankbar bin und all diesen Menschen, die mir hinter den Kulissen helfen, allem voran auch meine Gefährtin, die jetzt von Anna Daria, meiner langjährigen Jobmanagerin, ein bisschen das Jobwesen übernimmt. Du hast sie auch schon länger kennengelernt. Sie ist sehr gewissenhaft. Sie hat all das Chaos, das ich als weiße Magier hinter den Kulissen verursacht habe, wieder aufgeräumt und ist jetzt dankbar, wenn das in neue Hände kommt. Unser Versanddienstleister, ganz kurz, unser Versanddienstleister macht morgen, 22. bereits den Laden dicht. Aber ich bin überzeugt, bei Martin, da werden vielleicht auch über die Rauhnächte noch ein paar Päckli auf die Post gehen. Was ich einfach noch anbieten möchte, wenn jemand bei mir eine Edition Unique möchte, da schreibe ich noch eine magische Widmung rein. Ich male euer Dreamspell-Orakel mit Farbstift und Formen rein. Und das bringe ich dann mit einer Kupferspirale, die ich für euch drehen werde, zur Post. Und wenn jemand noch so eine möchte, da mache ich auch gerne mal in den Rauhnächten ein bisschen kreative Arbeit und bringe das zur Post. Aber unser Versanddienstleister schließt von morgen bis zum 3. Januar seine Tore. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass all diejenigen, die jetzt einfach sagen, ich möchte noch so eine Agenda, so einen Kalender, dass die jetzt wirklich zugreifen, weil mein langjähriger Wunsch ist, dass die wirklich Anfangsjahr und nicht erst Mittejahr in neuen Pollen Händen sind. Ich möchte gerne was sagen zur Elektrokultur. Wir arbeiten ja seit ein paar Jahren mit dem Lakowski Multiwellen-Oszillator und zwar original, analog nach Originalplänen von Lakowski. Ist ja eine Erfindung von Lakowski und Tesla. Und auch das mit Elektrokultur kennen wir schon seit vielen Jahren, haben sie aber leider wirklich praktiziert bei uns im Blauwewald. Du bist herzlich natürlich eingeladen, uns da eine Einführung zu geben und das nochmal zu demonstrieren und näher zu bringen. Wir arbeiten auch mit Lichtsystemen, also mit Biophotonenlasern und solche Geschichten. Und wir leben ja in einem elektrischen Universum und auch die Lichtebene. Also wir haben das Elektromagnetische, die elektromagnetische Ebene und die Lichtebene. Und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ebenen, die sich aber gewaltig ergänzen oder genial ergänzen, was dann letztlich dann eben zur Physiologie oder zur Materie führt. Und ich habe da auch bei uns auf dem YouTube-Kanal vom Blaubeerwald habe ich ein paar Sendungen gemacht, eben über Lichtduschen und elektromagnetische Frequenzbäder und solche Geschichten, dass man sieht, was sind wir für ein Arzt, wir brauchen keine Chemie, wir sind super gesund, du kannst Dinge damit heilen in null Zeit, also wirklich Verletzungen oder auch Krankheiten, bei chronischen dauert es natürlich, chronische Krankheiten brauchen einfach seine Zeit, bis der Körper das Ganze wieder eben ausgleichen kann, aber im akuten Sinne hypergenial und da erblasst eigentlich jeder Arzt. Und wenn man das noch dazu vor allem auch addiert mit unserem Bewusstsein, dann kriegen wir da natürlich nochmal eine ganz andere Qualität mit rein, weil letztlich ist unser schöpferischer Geist das Stärkste und das Mächtigste, was es gibt. So viel auch nochmal zur Elektrokultur. Danke. Also es ist, weißt du, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass all die Menschen, die wirklich im Einklang sind mit den göttlichen Gesetzen und mit der Natur und mit ihren Herzen, die werden ganz klar die Gewinner in Anführungszeichen sein der Zukunft. Das wussten wir schon damals in den 90er Jahren, dass das, was wir tun, das ist an und für sich die Zukunft. Und es wird immer mehr Raum und immer mehr Menschen, immer mehr Nachfrage nach solchen Dingen gehen, weil das Alte eben ist überlebt. Die Menschen gehen raus, auch wenn natürlich wahrscheinlich viele den Eindruck haben, ja, die spinnen erst recht jetzt und die lassen sich alle in die Matrix verfrachten und technisieren, transhumanisieren oder sonst was. Aber unser Erlebnis oder unser Leben ist umgekehrt. Natürlich gibt es viele, die da eintauchen, aber die relativ schnell wieder rausgehen, weil sie einfach merken, wow, das ist ja mehr, viel mehr die Kraft des Todes oder des Destruktiven als die Kraft des Gesundheit, Erfolg oder einfach auch Fülle und solche Dinge, jetzt unabhängig vom Geld, sondern einfach reich zu sein und unseren kreativen Reichtum auch ausdrücken zu können. Und alle Strukturen, alle Firmen, die sich wirklich an diese Wahrheiten halten,
Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Fairness, Win-Win für alle Beteiligten, das Wohl von allen Beteiligten und so weiter und so fort, oder wirklich die, die sich freuen, aus der Freudenschaft, aus dem Herzen heraus ihre Projekte in die Welt bringen, die werden die Gewinner sein. Und diese ganzen großkotzenden Konzerne und die halt ihr Vermögen auf dem Raub, auf dem Parasitären, auf dem Destruktiven gemacht haben, die werden zerlegt, die werden sich nicht halten können. Also es ist ja nicht nur so, dass die Zeit beschleunigt wird, sondern wir werden alle hochgekocht jetzt durch dieses kosmische Feuer, wie das auch genannt wird. Das heißt, alles wird in seiner Frequenz derart beschleunigt. Automatisch das, was langsam und dicht ist, sich gar nicht mehr halten kann. Mhm. Das ist auch wieder hier, es ist reine Physik. Also Spiritualität ist meines Erachtens, hat viel mit Metaphysik zu tun, also auch nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Und da einfach momentan sich auch die Bindekräfte der Materie selbst, also unsere ganze Matrixstruktur, also die natürliche Schöpfungsstruktur der Erde, momentan eben löst. Mhm. Ob das jetzt das Erdmagnetfeld ist, ob das jetzt die Raumzeit ist, ob das die Bindekräfte sogar in den Atomen ist, oder wir in unserer Körperlichkeit, haben wir natürlich gewaltige Möglichkeiten, unglaubliche Möglichkeiten, weil jetzt unser Geist noch viel stärker auf diese systemische Struktur der Schöpfung einwirken kann. Das heißt, wir sind jetzt wir haben unglaubliche Möglichkeiten, eben die Potenziale der Quantenwelt zum Kollabieren zu bringen als neue Realität. Mhm. Und eben viele, die auf dem Weg sind, werden das erleben, wie schnell es plötzlich geht, wie leicht es auch geht, Schweiße deines Angesichts, und du musst Monate oder Jahre an etwas rumwerken, bis du endlich ans Ziel kommst. Genau. Sondern wir können wirklich die Zukunft in die Gegenwart kollabieren lassen. Da gibt es auch immer mehr Techniken, immer mehr auch Lehrende, die halt in der Öffentlichkeit das propagieren. Eben, wie können wir die Zukunft in uns jetzt bereits erleben? Und dann ist die Folge, dass es im Außen sich dann manifestiert, ganz natürlich. Ja, und genau, Stichwort Natürlichkeit. Für mich heißt das auch immer wieder wirklich ein bisschen zurück zur Natur. Ich bin ja im Moment noch hier auf dem Campingplatz mit meinem Piratenschiff in meiner Heimatstadt an der Aare. Und obwohl ich wirklich seit ich 17, 18 bin, ein Kaltduscher bin, seit ich wirklich Wim Hof über den Weg gelaufen bin, vor etwa 8, 9 Jahren, hat Cold Exposure die Aussetzung an wirklich Kälte nochmals eine neue Dimension angenommen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schaff's nicht. Also wenn es am Morgen also wirklich Katzenhagel, wie man ja so schön sagt, dann gehe ich in die Dusche und dusche da kalt. Aber so etwa 2-3 Mal in der Woche gehe ich wirklich in die Aare, die jetzt wahrscheinlich bei etwa 7 Grad ist. Und ja, ich lasse auch zu, dass ich mal ein bisschen heule. Und wenn da Leute vorbeilaufen, dann haben die auch ihren Spaß. Aber das Lustige ist, sich immer wieder, auch ich nach so vielen Jahren muss mich und darf mich immer wieder neu überwinden, mich diesem Element Wasser zu übergeben und dann natürlich eben, wenn es in seiner herausfordernden Kraft ist, eben ein kalter Strom. Aber das Lustige ist, wirklich nach 5, 6, 7 Minuten, das ist natürlich immer ein bisschen individuell, kommt der Moment, wo man im Wasser drin einfach loslässt, wo plötzlich egal ist, wie kalt es ist, weil die Sonne scheint und die Partnerin auch am Rumschreien ist. Und plötzlich entspannt sich das System, die Kapillaren entspannt sich, Blut fließt. Gibt auf. Und du hast plötzlich warm. Und eben auch Barfußlaufen ist natürlich im Sommer auch ein bisschen angenehmer als jetzt im Winter. Aber ich gehe ja, das habe ich dir ja bereits gesagt, wir haben ja seit 1. November hier auf dem Campingplatz ein paar Frauen, die eine Saunajurte aufgestellt haben. Und das ist für mich auch eines dieser Rituale, vor allem jetzt auch immer noch auf die bevorstehende Rauhnachtszeit. Die Jurte, ein runder Raum. Die Ursprung ist natürlich das Temazcal, die Schwitzhütte, das Inipi, wo wir wieder in den Geburtsraum, den Schoßraum von Mutter Erde oder eben auch von unserer Mutter zurückkehren. Und als Magier, du bist natürlich auch eine, sonst wären wir ja nicht in der gleichen Family.
Aber als Magier kann ich einfach all den Menschen, die jetzt zuhören, wirklich auch einfach mit auf den Weg geben. Es muss ja nicht jetzt gerade eine Schwitzhütte sein oder eine Jurtesauna, kann auch eine Sauna sein. Aber einfach sich auch wieder mal ein bisschen mit den Elementen Wasser, Feuer, Luft, ein paar Atemübungen zu nehmen und wirklich auch sich mit dem Körper zu verbinden, ist für mich eben auch im Moment die Antwort auf das, was ich mit meinem Körper spüre, eben manchmal Verspannungen von heute auf morgen. Ich bin im Moment am Forschen, wieder ein bisschen Blutgruppendiät, angepasst an meine Blutgruppe, noch ein paar Dinge rauszufischen, die da nicht reingehören. Ich liebe Pistazien, aber Pistazien sind für mich wirklich nicht gut. Ich habe bis vor kurzem Kokosöl fast literweise getrunken. Gar nicht gut und bin jetzt da einfach auch am Feinjustieren. Und das ist für mich einfach vielleicht noch eine Anregung an die Zuschauer, sich vielleicht auch ein paar Gedanken zu machen. Kann ich eben auch ein paar Muster, die mich daran hindern, wieder meine eigene lebendige Natur zu spüren, loslassen? Kann ich neue Muster flechten, initiieren, rhythmisieren? Weil das ist zum Beispiel auch so was. Ich wusste schon seit Jahren, intermittierendes Fasten, Intervallfasten ist gut, mach's doch einfach. Aber ich als Naschbär hatte da immer so die Startschwierigkeit. Und dann kommt der Iceman Wim Hof vor 2 Jahren in einem kurzen Video, und er hat ja Millionen von Leuten, die ihm zuhören, sagt: So Leute, ab sofort wird am Montag Intervall gefasst. Der tut dir gut, tut allen gut, machen wir. Und Mama braucht es für mich, so tick ich, einfach wie von einem großen Bruder, der einfach ein paar Schritte mehr auf diesem Planeten gewandelt ist, einen kleinen Zwick oder Tritt ins Füdli. Und seitdem sind nur 2, 3 Handvoll Montage vorbeigegangen, wo ich nicht einfach wirklich das Intervallfasten gemacht habe. Und ja, natürlich immer am Sonntagabend, oh, morgen nicht essen. Und dann am Montagabend merkt man, dass man eigentlich gar keine Zeit und Lust hatte zu essen und es einem noch viel besser geht, als wenn man eben die ganze Zeit isst. Und das sind einfach so ein paar Gedanken, die ich als Magier wirklich auch gerne in solchen Interviews, in solchen Austausch einfach wirklich auch gerne teile, weil viele Menschen wirklich oftmals wirklich auch das Naheliegende, eben die Atmung, die Ernährung und dann die Bewegung einfach wirklich ein bisschen außer Acht lassen. Und ich habe es gestern beim Abschluss Kinder-Aikido-Nachmittag allen Eltern gesagt, ich möchte und erwarte und wünsche mir, dass im nächsten Jahr, gregorianisch, viel mehr Erwachsene, anstatt nur zuzuschauen, wie sich ihre Kinder da auf allen Vieren bewegen, habe ich gesagt, ich habe eine Kiste voller großer Gewänder, reinschlüpfen und auch ein paar Schritte und ein paar Bewegungen mitmachen. Das sind so für mich einfach ein paar Dinge, die ich mit dir, mit mir und all denen, die zuschauen, noch teilen wollten. Einfach vielleicht aus ein paar Schüppchen in eine Richtung, die uns allen gut tut, weil ich bin auch immer wieder dankbar, wenn es Menschen gibt, die in mein Leben kommen und mir eben den kleinen Anstoß oder den berühmten Tritt in den Hintern geben, damit ich dann eben in die Gänge komme. Ja, so bei mir regnet übrigens schon fast ein bisschen oben rein. Vielleicht stehe ich dann nachher auf, um da zuzumachen, die Schleuse. Aber ich würde sagen, lass uns die letzten paar Minuten noch damit verbringen, einfach noch, was uns gerade in den Sinn kommt. Der Sprechstab ist wieder bei dir. Was gibt es noch, was wir noch teilen wollen? Also ich wollte noch sagen, alles hat seinen richtigen Zeitpunkt. Auch wenn wir, so wie du jetzt sagst, du kennst gewisse Dinge über mehrere Jahre, aber hast es nie wirklich geschafft, das dann umzusetzen. Wir sind synchronisiert mit der Zeit und natürlich auch mit unserer eigenen Zeit, weil alles, was wir leben an einer bestimmten Zeitqualität des Zolkins, wird von diesem natürlichen Computer, sage ich jetzt einmal, gespeichert, sein Feld, ist besser gesagt das Computer, und wird uns auch wieder gegeben. Das heißt, alles hat seine Zeit, wir sind eingebunden auch in unseren individuellen Zeitzyklus mit dem Zolk'in. Und dementsprechend hadern viele, ja, ich soll doch jetzt und ich müsste doch jetzt und es wird doch Zeit und ich weiß doch so viel, aber ich kriege die Kraft nicht raus, weil noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber in dem Moment, wo wir synchronisiert sind und der richtige Zeitpunkt kommt, tun wir es einfach. Es ist kein Kampf mehr, es ist keine Überwindung mehr, sondern wir machen es einfach, weil es sich dann absolut richtig und natürlich anfühlt in dem Moment. Ich kenne das auch bei mir, ich habe Projekte, die liegen da auf dem Stapel und ab und zu nehme ich diesen Stapel und schaue durch und denke, oh ja, das könnte man noch machen oder das könnte man noch machen. Und dann fühle ich einfach rein und merke,
Na, es ist noch nicht da. Aber wenn dann dieser Zeitpunkt ist, dann greife ich rein, nimm's und erledige es Um. in kürzester Zeit. Okay. Etwas, was mich viel mehr Mühe, Kraft gibt, wenn ich es vom Ego her durchstock jetzt. Also das ist mal zum einen. Das andere ist, wir wissen aus der Neurobiologie, dass es mindestens 3 Wochen braucht, wenn wir neue Verhaltensweisen ausbilden wollen, bis die ersten neurologischen, also Synapsen. Nervengeflechte im Hirn entstehen, die ersten Hormoncocktails produziert werden und so weiter. 3 Wochen, also die heiligen 21 Tage, 3 heilige Wochen. Aber dass die so stabil sind, dass sie langfristig lebensfähig sind, müssen wir es 9 Wochen durchziehen. Das heißt, nach 63 Tagen erst haben diese neuen Struktigkeit, dass sie nicht sofort wieder abgebaut werden, wenn wir dann mal säumen oder wenn wir Pausen machen oder mal doch unserem inneren Schweinehund verfallen und eben nicht diszipliniert sind. Gebe Das ich heißt, zu. es ist relativ begrenzt auch von der Zeit her. Also es ist gar nicht so lange. Also 3 Wochen, bis sich die ersten Manifestationen zeigen im Körper, 9 Wochen, bis die so stabil sind, dass sie dann wirklich zu Fleisch und Blut werden, langfristig. Und wenn man das weiß, ah, mei, ich muss mich nicht weiß wie lange quälen oder eben immer wieder halt den inneren Schweinehund überwinden und über diese Hürde zu gehen, die jeder kennt, wenn er was Neues anfängt. Ne? Wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt mehr Fitness machen und so weiter, und dann guckt er raus und sagt, oh, es regnet, es ist kalt, es ist unfreundlich, dann muss man sich natürlich eine Willenanstrengung machen. Und wenn man es dann gemacht hat und zurückkommt, denkt man in der Regel immer, gut, dass ich es gemacht habe, gut, dass ich mich überwunden habe. Und diese Hürde Natur wird, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir noch zum Joggen gehen oder zum Meditieren gehen oder was auch immer, dass wir da halt eben neu installieren wollen an Gewohnheit, an Ritualen, wie du es nennst, weil letztlich ist ja unser ganzes Leben ein Ritual. Also das macht vielleicht auch Hoffnung, aber wir müssen diese Gesetzmäßigkeiten einfach befolgen. Es braucht die Energie, das ist wichtig, es braucht eine klare Absicht, das ist wichtig. Und da Und es braucht die Konstant, die Rhythmik. Immer wiederholen. Immer wieder von Neuem. Und das sind die drei Gesetzmäßigkeiten. Energie, klare Information und die Wiederholung. Und dann kommen wir überall hin und können alles erreichen, was wir wollen. Aber da müssen wir halt immer wieder, wie du schon sagst, gehe ich jetzt in die kalte Aare? Ich weiß, es ist kalt, ich bin es zwar gewohnt, aber es ist trotzdem wieder Immer ein Schritt. noch arschkalt. Genau. Ja. Ja, vor allem wenn wir uns verändern. Ich meine, wenn wir viel Energie brauchen, sind wir natürlich noch mal sensibler gegenüber solchen Herausforderungen oder solchen Kräften, die dann eben sich kalt anfühlen oder weiß nicht was. Aber du hast was kurz gesagt, nach ein paar Genau. Minuten wird es warm, weil wir aufgeben, weil wir den Widerstand aufgeben. Das heißt, das, was uns wirklich quält und leiden lässt, ist unser Widerstand. Wenn wir in Ja. die Hingabe geben, das einfach akzeptieren, ja, dann ist es kalt, aber wir leiden nicht. Und wir schlottern vielleicht, weil das eine natürliche Reaktion ist, aber Aho. wir leiden nicht, sondern Aho. es ist einfach. Und ich meine, da dürfen wir alle Nehme ich lernen. Also, mit. mein, das Ja. betrifft mich genau. Ja. Den Ja. nehme ich wirklich gerne mit, genau. Es ist eigentlich, also die Kälte, und Wim Hof sagt, ist a noble force, ist eine noble Energie. Aber eben, wie gesagt, es fühlt sich wirklich ein bisschen wie Leiden an. Aber ich nehme das, was du mitgeteilt hast, wirklich mit und guck mal morgen, ob ich mich dieser Hingabe einfach viel rascher hingeben kann. Ob ich die Hingabe beschleunigen kann. Einfach, jawohl, hier bin ich, nimm mich. Ja, aber nee, gar nicht, sondern Nicht? verbinde dich. Atme das Wasser ein, atme die Kälte ein. Weil wenn du die Kälte einatmest und das wirklich einfach dieses Einssein mit dem Element Wasser und auch mit der Temperatur, dann wirst du merken, wie das Feuer in dir darauf antwortet. Und darum wird dir ja dann letztlich doch warm nach einer gewissen Zeit, weil das Feuer ist ja da und sorgt immer wieder für den Ausgleich. Aber Gefällt solange wir eben sagen, oh, diese Kälte und ich kämpfe dagegen und ich will das eigentlich gar nicht, aber mein Kopf sagt mir, mein Wille sagt dir doch, es ist gut für dich, aber mein Emotionalkörper sagt, na so eine Scheiße, ich will jetzt wieder zurück ins kuschelige mir. Bett, wo schön warm Genau, ist. Dann kann ja gar nicht dieser Tanz der Elemente entstehen. Aber in dem Moment, wo ich das annehme und sage, ja,
wirklich fallen lasse, in dem Moment können die Elemente beginnen miteinander zu tanzen und dann letztlich auch dieses Gleichgewicht bilden. Und wenn wir uns beschäftigen mit den Fähigkeiten von wahren Meistern, also gerade diejenigen, die im Himalaya sozusagen nur in kurzer Hose bei Eiseskälte eiskalte Tücher umgelegt bekommen und die trocknen, weil sie einfach dieses Feuerelement gelernt haben, in sich zu aktivieren und aus sich heraus auszustrahlen, sodass der Schnee schmilzt, obwohl es minus weiß, wie viel Grad hat, sodass eben eiskalte Tücher, wo sie natürlich jeder normale Mensch würde erfrieren, die sogar trocknen können und so weiter. Und das zeigt auch wieder, wie unser Bewusstsein letztlich alles in sich trägt und in diese Realität kollabieren lassen kann, wenn wir die Disziplin und die Erfahrung und natürlich eben auch diese Geisteskraft schulen. Aha. Ich meine, du als Aikido-Lehrer, ich meine, weißt ja, wie es funktioniert. Ja, genau. Wie der Christoph Pfluger, unser deutscher, wunderbarer Solothurner Journalist, der wirklich sich der Wahrheit verpflichtet hat, hat kürzlich mal gesagt, die kürzeste Distanz ist von hier zu hier, aber gleichzeitig eben auch die schwierigste. Und da bleiben wir dran. Ich glaube wirklich, dass meine tiefste Überzeugung, auch wenn es gregorianisch ist, aber dass wir jetzt im zweiten Teil dieses aktuellen 13-Monde-Zykluses wirklich unsere Supernatural Powers aktivieren dürfen, dass wir es uns selbst erlauben, immer mehr und mehr einfach abgefahrene Dinge machen zu können, ob das über Wasser laufen oder Wasser in Wein verwandeln ist. Aber das ist erst der Anfang. Vieles mehr wird folgen und darauf freue ich mich, vor allem auch mit einem ja, kosmischen Bruder, der da wirklich eben auch auf Kurs ist und seine Weisheit immer wieder mit uns teilt. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt alle gefordert sind, diese Superkräfte zu aktivieren, einander zu unterstützen, dass die anderen auch in die Gänge kommen. Eine weitere Medizin, die ich gerne teile, ist die Kakao. Den letzten Schluck hebe ich mir für jetzt auf. Aber ich würde einfach mal ganz, so wenn ich auf die Uhr schaue, einfach mal ganz, ganz herzlich danken dir, Martin, dass wir uns an diesem, ja, dunkelsten Moment und vielleicht auch ruhigsten Moment ein paar Minuten Zeit genommen haben für einen Austausch. Ich gebe mein Bestes, dass der heute Morgen natürlich auf dem Netz ist, zeitnah, wie man dem so sagt. Und lustigerweise ist es eben, ich gebe dir wirklich das Abschlusswort, aber lustigerweise ist das ja genau das, der ich hätte Magier, der noch Magier. Einen Buchtipp. Ja? Ich hätte einen Buchtipp für alle, die einfach sich interessieren dafür, was wir eigentlich für meisterliche Wesen sind. Und zwar heißt dieses Buch Leben und Lehren der Meister im fernen Osten. Das ist von Baird Spalding geschrieben und zwar war er Mitglied von einer wissenschaftlichen Community Ende des 19. Jahrhunderts, die auf Geschichtsforschung, archäologische Ausgrabungsforschung gegangen sind in den Himalaya. Und dort sind sie Menschen begegnet, die wundersame Dinge konnten, die man normalerweise nur Jesus zudichtet. Und er beschreibt das als Wissenschaftler, als Teil eines wissenschaftlichen Teams. Und diese Bücher könnt ihr bei uns im Blaubewald-Shop bestellen oder sind erschienen, publiziert im Schirner Verlag. Genau. Und es ist unglaublich, wie gehaltvoll das ist. Und also diese Bücher und auch die Erzählungen natürlich dieser Menschen, weil die offen darüber sprechen, über diese Geheimnisse, wie sie überhaupt erreichen können und warum sie so sind. Und es ist einfach genial, hypergenial. Ja. Und weil du eben vorher darüber gesprochen hast, übers Wasser gehen und weiß nicht was alles, kann man einfach für sich das Ideal mal wahrnehmen, was wirklich in uns steckt als Christusmenschen und als Gottmenschen und oder als Kinder des Göttlichen. Und das möchte ich einfach jedem noch ans Herz legen. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, in Buchhandel zu gehen, euch dieses Buch zu besorgen, ist natürlich eine geniale Lektüre, gerade jetzt über diese Feiertage und durch die Rauhnächte hindurch Entscheidungen treffen. Nicht nur die Verbindung zwischen Herz und Gehirn nutzen, sondern natürlich auch zum Becken, zum Bauch, wo die Kraftzentrale ist. Also eigentlich eben diese 24, wenn ihr auf das euch ausrichtet und wenn ihr da wirklich Stufenvisionen, die ihr jetzt erzeugen könnt, 24,
dann bereitet ihr auch entsprechend diese Realitäten vor. Wenn ihr zu denen gehört, die eben, oh, 2024 wird das passieren und das haben die Illuminaten vor und de und ba, 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 dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn das dann auch dieses Szenario in eurem persönlichen Theater aufgeführt wird. Also seid euch einfach bewusst, ihr müsst dem globalen Theater nicht folgen oder diesen Szenarien, es ist alles freiwillig, ihr sagt ja dazu, die können euch nicht zwingen, weil ihr seid alle souveräne Schöpfer. Wenn ihr sagt, nein, das ist nicht mein Spiel, Krieg, Angst, Panik, Kampf, Mangel, ich spiele viel lieber meine eigenen Spiele, die sind viel kreativer und bunter und schöner und glücklicher, dann macht das. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht triggern und reinziehen, weil es wird noch zunehmen, weil die versuchen jetzt wirklich alles uns noch in den Sack zu bringen, vom Schmutzli oder besser gesagt vom Krampus, eben uns da zu verarschen, zu belügen und sämtliche Knöpfe zu drücken, damit wir ihrer Agenda folgen oder ihren Agenten. Und wenn ihr souverän bleibt und einfach sagt, nein, ich spiele lieber mein göttliches Spiel als euer teuflisches Spiel und ihr seid da wirklich gefestigt drin und ihr seid jeden Tag immer wieder Stopp Richtung göttliches Spiel und nicht Richtung teuflisches Spiel, dann kommt ihr genau auch in diese Welt, die wir uns ja alle letztlich wünschen. Aha, genau. Wir entscheiden, welchen Radiosender wir hören. Wir geben unser Bestes hier mit diesem Sendegefäß. Übrigens, ich habe mit einem guten Freund, einem kristallenen Spiegel, dieses Sendegefäß Just Talking. Und ich habe mir überlegt, ich gehe in die Rauhnächte und überlege mir, vielleicht noch einen Namen für unseren Austausch, weil was uns ja wirklich verbindet, ist die gemeinsame Lebenswelle. Das ist wirklich auch spannend, immer mal wieder, wie erlebst du und lebst du dein Leben oder deine Welle und dann eben auch noch von unterschiedlichen Positionen. Und eben genau, einfach zusammengefasst, du als gelber Samen zeigst immer wieder auf, wie es darum geht, die Hülle zu sprengen, damit wir wachsen können. Und ich bin dafür da, eben auf die wundersamen also auf die wundersamen Möglichkeiten hinzuweisen, wie eben in diesen Büchern beschrieben sind, die Lehren und Meister im alten Tibet. Ich habe die vor Jahren auch mal gelesen, aber ich habe den genauen Titel. Kannst du den nochmals wiederholen? Und dann wirklich würde ich mich natürlich freuen, wenn die Menschen diese Bücher bei dir im Shop bestellen. Das unterstützt auch den Blaubeerwald wieder. Aho. Ja, und natürlich unseren Verein, weil jede Bestellung hat automatisch auch eine Spende an unseren Verein. Das Buch heißt Leben und Lehren der Meister im fernen Osten. Jawohl. Birner Verlag, Baird Spalding heißt der Autor. Danke, danke. Und es ist wirklich, es kostet das Taschenbuch 24,90, aber es ist einfach eines der genialsten Bücher. Es ist eins der genialsten. Es ist ein Dreiteiler, drei Bände zusammengefasst. Fette Materie. Genau. Ja, in diesem Sinn, Jose, es war natürlich auch für mich immer wieder ein Vergnügen mit dir und natürlich mit deiner Community und sicherlich auch meine Community mit deiner Energie. Ich freue mich natürlich über weiteren Austausch in den nächsten Monaten. Wünsche dir wirklich wunderschöne Feiertage allen, die jetzt noch teilgenommen haben an dieser Sendung. Genießt es einfach, kommt zur Ruhe, kommt wieder in euer Zentrum, in euer Lichtzentrum, was ja letztlich auch diese Tage ausmacht. Und schreitet dann durch die Rauhnächte, durch eure Anderswelt, um zu bereinigen, um zu verändern, um neue Dinge zu schöpfen und Altes loszulassen. Und dann eben ein Stück weit neu geboren, dann ins nächste Jahr zu starten. Aho, und mit dieser Gelassenheit allfällige kleine Störungen, die es gegeben hat, zu genießen. Ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Alles Liebe und ganz viel Magie in den Zauberwald im Lauberwald. Bis bald. Danke dir. Danke dir.